Entscheidungen, Entscheidungen. Wie treffen Sie eine Entscheidung, Mr. Neelix? Im Allgemeinen meine ich. Nun, ich wäge die Alternative ab. Versuche zu entscheiden, was das Beste ist. Was das Beste ist? Wie bestimmt man das? Darüber habe ich nie nachgedacht. Das sollten Sie vielleicht mal darüber nachdenken. Jede Situation ist, glaube ich, ein wenig anders. Für mich ist das leicht. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, berechnet mein Programm die Variablen und ich trete in Aktion. Zum Beispiel, was könnte auf der Krankenstation einfacher sein als eine Auswahlsituation? Zwei Patienten zum Beispiel, beide verletzt. Zum Beispiel beide in imminenter Gefahr zu sterben. Die Variablen werden berechnet. Mein Programm muss ermitteln, welcher dieser Patienten die größeren Überlebenschancen besitzt. Und diesen werde ich dann behandeln. Einfach. Aber was ist, wenn Sie genau dieselbe Überlebenschance haben? Was dann? Eine Münze werfen? Vielleicht eine Karte ziehen? Ach, kommen Sie, ich bin ein Hologramm, ich werde nicht verletzt und spüre keinen Schmerz. Ich sterbe nicht, im Gegensatz zu anderen, von denen ich berichten könnte. Zum Beispiel, zwei Patienten, beide verletzt, beide in imminenter Gefahr zu... Fassen Sie mich nicht an! Ich bin ein Hologramm, photonische Energie, vergeuden Sie keine Zeit? Neelix an Sicherheit. Schicken Sie bitte ein Team ins Casino. Ein ganzes Team, Mr. Neelix? Wir schmeißen eine kleine Party, nicht wahr? Oh ja, ich habe erst vor kurzem eine Party besucht. Eine Geburtstagsparty für eine sehr nette junge Frau. Ich habe auch dort eine Entscheidung getroffen. Eigentlich sogar mehrere. Als ich durch die Tür eintrat, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links? Soweit ich mich entsinne, entschied ich mich für das Letztere. Dann sehe ich plötzlich das Tablett mit den Hors-d'oeuvre-Häppchen und eine weitere Entscheidung. Nehme ich einen Cocktailhappen? Oder lehne ich dankend ab? Das ist leicht, ich bin ein Hologramm und esse nicht. Mit ihm stimmt irgendwas. Wie unhöflich, über einen Anwesenden in der dritten Person zu sprechen. Sie hatten die Wahl, Mr. Neelix. Soll ich etwas Unhöfliches tun oder nichts Unhöfliches tun? Doktor, wir müssen auf die Krankenstation gehen. Warum sollte ich? Was wäre, wenn ich nicht dorthin zurückkehren will? Was, wenn ich beschließe, mich nicht mehr auf die Krankenstation zu begeben? Nein, ich entscheide mich nicht dafür. Lassen Sie mich gefälligst los! Warum musste sie sterben? Warum habe ich sie getötet? Warum entschied ich, sie zu töten? Warum? Jemand soll mir das erklären! Captain, ich habe Probleme. Mit der Natur der Individualität. Sie fordern zu einer philosophischen Diskussion auf. Zeit und Ort dafür müssen stimmen. Das ist jetzt der Fall. Nachdem ich sie vom Kollektiv befreit hatte, wurden sie transformiert. Es war ein schwieriger Prozess. War er das wert? Ich hatte keine Wahl. Das habe ich Sie nicht gefragt. Wenn ich verändern könnte, was passiert ist, löschen, was Sie mit mir gemacht haben, würde ich es tun? Nein.